Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal, euer Bumblebee hier mit einem kleinen Guide zu Star Wars Jedi Survivor. Heute zum Grab von Oma und dem kleinen Rätsel, was ihr hier hinter mir an der Wand seht. Viele zeigen euch wahrscheinlich hier einfach die Lösung. Ihr müsst da eine Säule aus oder einige Säulen aus der Wand ziehen. Und ich will euch aber heute mal zeigen, wo ihr den Hinweis dazu findet. Dafür aktiviere ich hier den Aufzug, solltet ihr den noch nicht haben. Man kann auch entlang der Wand außerhalb hochklettern und sobald ihr oben seid, seht ihr hier gegenüber diese Säulen auf einem Berg und das ist tatsächlich die Anordnung, die ihr euch merken müsst, um dieses Rätsel zu lösen. Das wollte ich an der Stelle einfach mal zeigen. Ich kann euch natürlich auch einfach die Lösung zeigen, aber ich finde es immer trotzdem wichtig zu verstehen, dass es hier auch einen Hinweis dazu gibt und wie man diesen findet. Nehmt also jetzt den Aufzug wieder runter. Wie gesagt, sollte der noch nicht aktiv sein, man kann außenrum gehen an der Wand entlang und dann ziehen wir jetzt hier einfach mit Magnet die Säulen hier raus, oben links und die zwei mittleren unten und dann oben rechts wieder genau die Anordnung, die wir gerade gesehen haben und dann öffnet sich die Tür. Hier gilt zu beachten, dass wir hier noch einen kleinen Geheimgang finden können. Vorher ist aber natürlich ganz, ganz wichtig hier gegenüber der Stim-Behälter. Der ist entscheidend. Den könnt ihr euch recht früh hier auf Jedha dann schon sichern. Ich habe ihn mir sehr, sehr spät im Spiel geholt, weil ich einfach auch dieses Rätsel etwas links liegen habe lassen. Aber jetzt will ich euch das an der Stelle zeigen. Wenn ihr dem Geheimgang folgt, dann kommt ihr hier an eine Abkürzung und außerdem finden wir auch Skova hier, der euch hier einen weiteren Fisch fängt, entscheidend auch für eine Trophäe im Spiel. Und ich kann euch das Ganze auch mal nochmal auf der Karte zeigen. Ich denke aber, wenn ihr dieses Video sucht, dann wisst ihr auch ziemlich genau, wo das Grab von Oma ist. Also hier nochmal gezeigt. Und ihr seht da auch dieses grüne Portal da hinten, hinter dem Wasser. Und da wollen wir jetzt einmal uns kurz durchwarten. Wenn ihr die Fähigkeit schon habt, könnt ihr nämlich hier noch einen legendären Gegner finden, den es auch zu besiegen gilt für eine Trophäe, in der wir alle legendären Gegner finden müssen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da, Abo für den Kanal und dann sehen wir uns hier ganz, ganz bald wieder bei mir. Bis dahin, ich freue mich drauf und tschüss.